Sehr geehrter Herr Bundesminister Seehofer, sehr geehrte Frau Staatsministerin Schreyer, sehr geehrter Herr Hörtler, sehr geehrter Herr Dr. Posselt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, dass die Stadt Regensburg in diesem Jahr Gastgeberin sein darf des 70. Sudetendeutschen Tages, und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen in Ihrer Patenstadt, in der Patenstadt der Sudetendeutschen seit 1951. Wenn man sich mit der Geschichte der Heimatvertriebenen auseinandersetzt, dann ist es unweigerlich der Fall, dass man sich auch mit dem Begriff Heimat auseinandersetzt und sich die Frage stellt, was ist eigentlich Heimat? Ist Heimat der Ort, an dem ich geboren wurde? Ist Heimat eine mir vertraute Umgebung? Sind es die Menschen, die Nachbarschaft, die mir das Gefühl von Heimat geben? Gibt es nur eine Heimat oder kann man mehrere Orte oder mehrere Wurzeln nennen? Mein Mann und ich, wir sind, wenn man so will, Ergebnis dessen, was durch die Nazi-Herrschaft, den Terror, die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, an Umbruch, an Veränderung in Europa passiert ist, mit den Menschen, mit den Familien ganz persönlich. Und wenn meine Kinder ihren Wurzeln nachgehen, den Wurzeln ihrer Familie, dann kommen sie nach Lautsch an der Jungen Oder, in der Nähe von Odrau, ins Sudetenland auf der einen Seite, genauso wie auf den Birkenhof bei Wenzenbach im Landkreis Regensburg oder nach Riga in Lettland oder nach Kaufbeuren im Allgäu. Das sind die Geburtsorte, die Herkunftsorte ihrer Großeltern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht leicht, eine Frage auf die Antwort zu finden, was ist Heimat? Heimat ist für mich nicht nur eine geografische Zuordnung oder ein Geburtsort, sondern ein sehr persönliches Gefühl, ein persönlicher Zustand. Er hat was zu tun mit Anerkanntsein, mit Wertschätzung, mit sich kennen, mit Vertrautsein, ja, mit etwas ganz Persönlichem, was im Menschen liegt. Liebe Sudetendeutsche, aufgrund der Vertreibung aus Ihrer Heimat haben Sie vieles verloren. Wirtschaftliche Güter und, was viel schwerer wiegt, emotionale Bindungen, Gemeinschaft. Aber viele von Ihnen fanden ein neues Zuhause in Bayern, auch in Stadt und Landkreis Regensburg. Und hier haben Sie neue Freundschaften geschlossen, Familien gegründet. Mit Ihrer Kultur und mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement haben Sie nicht nur zum Aufbau, Wiederaufbau Regensburgs beigetragen, sondern Sie prägen bis heute das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt und der Region. Der Gedanke an Heimat war dabei immer wieder ein wichtiger Aspekt Ihres Lebens, der durch die Sudetendeutsche Landsmannschaft gepflegt und gefestigt wurde. Es freut mich, dass heute die Kontakte zwischen Regensburg und Tschechien, die kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bindungen wieder höchst lebendig sind. Denn ganz gleich, welches Land dieses Kontinents wir unsere Heimat nennen, egal zu welcher Nation wir gehören, eines vereint uns alle: wir sind Europäer. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wichtig, offene Gespräche über die Vergangenheit zu führen. Aber es ist auch wichtig, dass wir über die Gegenwart und die gemeinsame Zukunft sprechen. Umso schöner ist das Zeichen, dass Sie mit Ihrem Motto der heutigen Festveranstaltung "Ja zur Heimat im Herzen Europas" setzen. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine europäische Identität nur durch respektvolle Begegnungen und gegenseitigen Austausch entwickeln kann. In diesem Sinne freut sich die Stadt Regensburg auf die große Anzahl von Veranstaltungen, viele davon öffentlich,
die viele tolle Gelegenheiten bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, die uns dieser Tag der Sudetendeutschen, dieses Wochenende der Sudetendeutschen in Regensburg bietet. Und das ist es auch, was ich Ihnen wünsche, viele schöne Begegnungen in Ihrer Patenstadt Regensburg. Dankeschön.